Steffen Hoffmann. Wie bitter ist es, dass man da heute schließlich nichts mitnehmen konnte? Ja, sehr bitter. Ich denke, es war ein tolles Spiel für die Zuschauer. Es ist hin und her gegangen. Beide Mannschaften haben jede Menge Möglichkeiten gehabt. Und Salzburg hat halt dann das vierte Tor gemacht und danach war das Spiel gelaufen. Sehr schade, dass halt noch so deutlich auskommt. Salzburg hat das vierte Tor gemacht und das sehen wir uns jetzt gemeinsam an in der 84. Minute. Wer, wenn nicht er, Jonathan Soriano, war traumhaft die Vorbereitung von Karl-Heinz Schumacher. Da ist eigentlich gar kein Platz und das macht er perfekt. Das ist der Unterschied. Wir haben die Ballchance gesehen und schauen, was Soriano da macht. Auf engsten Raum, Armen mitnehmen, schussbereit und dann haut er einmal rein. Das ist individuelle Qualität, die Salzburg zweifellos die höhere war. Und bei diesem Vorentscheidung 4:3 von Kampel erleidet Christopher Trimmel einen Nasenbein. Schul aufgerufen. Ja, für den Schul sehr gut. Und zwar kein Torgeschoss, aber unheimlich herzlich. Sehr gut. Super eingelegt hier in Salzburg. Ja. Noch dieser Schwegler mit der Vorarbeit schon rein. Das ist ja unglaublich, was der Schwegler rennt. Das gibt es ja normal gar nicht, oder? 90 Minuten rauf, runter. Sensationell. Und was typisch ist für diese Salzburger Mannschaft, die wollen Tore schießen, Tore schießen, Tore schießen. Gleich 5 Minuten später in der 89. Minute das 5:3 durch Kevin Kampel. Schwerer Fehler von der Rapidabwehr, aber ganz toll, wie der Lazaro da nachsetzt. Ja, auch hier wieder der Kampel, dass der zu diesem Zeitpunkt noch einmal den Sprint aussetzt, über 40 Meter oder was. Das ist schon sensationell. Das haben wir auch in der Halbzeit angesprochen, wenn dann Rapid aufrückt und mehr machen muss. Und die Räume ergeben sich dann ist Salzburg noch einmal doppelt so gefährlich. Und das sieht man hier auch gut. Und Salzburg körperlich top. Wahnsinnsbelastung am Donnerstag und heute laufen die wieder 90 Minuten. Von der Einstellung her, von der Physis her, das ist wirklich ganz toll. Und weil es so schön ist für Jonathan Soriano, sein dritter Treffer an diesem Abend, bereits in der Nachspielzeit, 93. 94. Minute, schnell abgespielter Freistoß. Der rennt schon wieder, schau. Der rennt jetzt noch. Auslaufen. Dann auch wieder, die Aufnahme schon wirklich gut, hat aber dann noch gut gehalten. Muss man sagen, der Sieg geht in Ordnung, aber 6:3 ist aus Sicht von Rapid, das ist schon bitter, weil Rapid wirklich auch eine tolle Leistung geboten hat. Der 21. Saisontreffer von Jonathan Soriano und der steht jetzt bei Thomas Bühler. Der Jonathan Soriano.